Grüß euch, ich bin der Willi von der Käsegalm und ich zeige euch jetzt, wie der Sauerkäs bei uns im Großhall gemacht wird. Ich schiebe jetzt da den Magermilchtopfen, was wir da haben, bei 38 Grad, sehe ich jetzt da in die Schottüren ins Kästuch ein. So, dass die Molke schön davon rennen kann. Und jetzt pressen wir den restlichen Sauermilchtopfen aus. So, das Kästuch. Tun wir jetzt da in das Käskerl rein. So, damit wir da morgen wieder aus der Form rausbringen. Und den Topfen würzen wir mit Salz und Pfeffer. Dann müssen wir nochmal gut durchkneten. So, und jetzt pressen wir dann da den Topfen, den gewürzten, ins Käskerl rein. Und dann kommen wir Brätel drauf und einen Stein zum Beschweren. So, ein Brätel drauf und noch einen Stein. Und dann sieht man genau, wie da schön die restliche Molke da rausrennt. Morgen in der Früh zieht man dann schon mitten durch, außer vom Käskerl. Dann kommen wir in den Käskerl rein und nach ca. 8 Wochen kann man dann schon essen. Am besten ist er natürlich, wenn er bis zu einem halben Jahr reifen kann. Im Käskerl, dann ist er am besten zum Essen. Und so schaut er aus, wenn er reif ist, der Sauerkäs.